Nugget. Im Geiste der Weihnacht habe ich euch braven Kinder, hoffentlich Junge, was mitgebracht. Und zwar das Acer Nitro 5, Junge. Mit dem AMD Ryzen und einer schönen Radeon RX, Junge. Da gibt es in der Videobeschreibung einen Link, da könnt ihr euch das Angebot mal anschauen. Aber nur für die braven Kinder, Junge. Die nicht brav waren, bekommen die Rude, den Basie. Also bleibt artig und jetzt viel Spaß beim Video. Und aktiviert die Glocke. Und weg. Oh, da kommen die Bullen. Ey, die finden mich niemals hier drin. Da kommen die nicht drauf. Oh! Ja? Hey, bist du noch beim Edeka? Ja, ich... Sehr gut, mir ist eingefallen, ich brauche noch ein paar Eier und eine Packung Milch. Ja, ich bin gleich bei Edeka. Tschüss. Ja, Leute. Ja, Leute. Beim letzten Mal sind wir dem Bullen knapp vor einer Schippe gesprungen. Alles kam doch ein bisschen anders, ne? Habe ich euch an der Nase rumgeführt. Heute, seht ihr schon, haben wir auch direkt den neuen Auftrag. Wir sollen eine Toilette kaputt machen. Ja, der Winnie auch direkt... Moment. Ja? Hey, du hast einen neuen Auftrag in der 113. Ja, genau, die Toilette. Pass auf, die ist aber nicht sauber. Ach, die ist nicht sauber. Ja, die werfen da immer Essenfreste rein, keine Ahnung. Okay, tschüss. 111, 113, 112. Ah, die schon wieder, die wollen auf die Fresse, Alter. Ja, gut, parken wir. Wer ist denn er hier? Kann ich ihn schlagen? Nee. Na gut. Oh mein Gott, die haben meine Karre entdeckt. Ja, dann fahr ich mal weg hier, Alter, bevor die Bullen wiederkommen. Gib Gas! Wichser, Alter! Hast du keine eigenen Probleme, mich hier bei den Bullen anzuschwärzen? Haben die jetzt mein Kennzeichen? Alter! Hier, ist das hier nicht ungewöhnlich? Meine Fresse, Alter, Wiener 1. Oh, da sind die. Ja, die kennen mich ja nicht, ne? Oh. Ich park mal lieber nicht direkt vorm Haus, sondern... Scheiße. Sondern hier auf so einem Parkplatz, ne? Und dann gehen wir da zu Fuß hin. Ist ja gar kein Problem. Das ist unauffälliger, ne? So. Hat nicht geklappt. Ich habe keinen Dietrich mehr. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück, kauf Dietriche... Und dann machen wir bei den Watson schön die Toilette kaputt. Ja, ich nehme mal sicherheitshalber 3. Die werde ich, glaube ich, eh immer brauchen. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 6 Uhr. Machen wir noch ein kurzes Nickerchen. Weil um die Uhrzeit stehen ja die meisten Leute auf, ne? Oh. Moment. Ja? Hey, ich hatte gestern Abend leider keine Zeit mehr, mich zu melden. War die Nacht denn erfolgreich? Ob die Nacht erfolgreich war, ja, also... Ja, war sie erfolgreich oder nicht? Die Toilette ist fast kaputt. Was heißt denn fast? Ja, mir ist ja mit dem Auto ein kleines Malheur... Wie mit dem Auto? Bist du dazu gekommen? Nee, ich kam noch nicht, also... Erst das Auto... Das will ich alles nicht hören. Du gehst jetzt auf der Stelle dahin und machst kaputt. Ja, Winnie. Wow! Alter, das war sick. Alter, richtig sick. So, was machen die denn den Tag über? Will ich doch mal sehen, ey. Ich muss jetzt auch ein bisschen Gas geben, ehe der Winnie hier wieder auf Zack kommt, ne? Ach, guck mal, da ist wer. Beide erwischt. Oh, Alter, okay. Mein Zeitfenster ist tatsächlich nur zwischen 1 und 4. So, okay, ich muss ins Badezimmer. Wo ist denn das Badezimmer? Das sieht nach Kinderzimmer aus. Also, da steht auf jeden Fall ein Bett. Ist auch ganz unauffällig. Na, Bend. Moin. Ich gehe meiner Arbeit nach. So, dann pennen wir da mal auf dem Parkplatz. Alter. Wie so ein Penner, Alter. Bis 1 Uhr.
Alter, 1 Uhr 6. Uff. Alter, was hier los ist um 1 Uhr nachts? Krass. So, tschüss. Radio nehmen wir mal mit. Blumenvase nehmen wir mal mit. So, weiter geht's. Wie viel, was sagt die Uhr? Oh, fast schon 2 Uhr, Alter. Geil. Ich hoffe, die haben keine Alarmanlage oder so. Warte, F. Geil. Ah, das ist der Schuppen. Oh, eine Kamera. Ich hoffe, die sehen mich mit der Taschenlampe von draußen nicht. Oh, fuck. Oh, Geld. Sehr gut. Ich nehme den alles weg, Alter. Erst mache ich deren Fenster kaputt, dann deren Ehre und jetzt deren Toilette. Guck mal, hier, goldener Kelch, Alter. Wecker. USB-Stick. Da sind bestimmt Infos drauf. Wein. So, jetzt muss ich aber no risk, no fun, Alter. So, tschüss. Und jetzt hier rüber. Da kommt einer. Uff. So. Oh. Ah. Das lief ja einwandfrei, Alter. Es. Krass, Alter. Geil. So gut war ich noch nie, Alter. Moin, Uli. Welcome back. Ja. Ich hab hier ein oh, Alter. Radio. Blumenbars. Eine Kamera bringt echt viel. Der Wecker bringt auch mehr als gedacht. So. Tschüssi. Ansonsten können wir jetzt noch unsere Skills verteilen. Das ist ganz krass. Wir haben einen Skillpunkt. Ziegel werfen. Das wäre sick. Mehr Gegenstände vor Ort begutachten. Ranken hochklettern. Das ist schon echt geil. Große Gegner schneller tragen. Aber ich glaube, Ziegel. Also ich bin auch so ein kleiner Steineschmeißer. Da sehe ich mich. So. Oh. Wen haben wir denn da? Hm? Hallo, ist nicht dein Ernst? Weißt du, was du eigentlich angerichtet hast? Ja, war eine Riesensauerei, ja. Ja, Riesensauerei, aber vielleicht im falschen Haus. Du bist bei meiner Mutter eingebrochen. Weißt du, sie ist laktoseintolerant. Sie hat was Falsches gegessen und ist geplatzt. Ich musste alles sauber machen. Das waren Bekannte von dir. Es war meine Mutter. Ja, das tut mir leid, dass er... Aufgelegt. Gut, was haben wir denn noch im Angebot? Das Gemälde Kuss, stehlen oder zerstören. Bei den Bakers, da wissen wir doch. Ach, das habe ich schon angenommen. Dann machen wir erstmal das. So, wir machen wieder hier Trick 17. Was ist 109? 110. Das Schild hängt auch schief. Hallo. Oh, Hausfriedensbruch? Ach komm. Ich hab nur kurz. Also. Ne? Also brauchen wir jetzt nicht so kommen, ey. Die ganzen Allmänner hier. Ah! Geil! Da ist ja nix. Geht das Licht an? Oh, ich komm von den Kaders da rein. Ich würde sagen, es geht los, Leute. Hallo? Was soll ich denn? Übrigens auch ich glaub nicht, dass sie zu den Bakers hier hören, ne? Da werde ich direkt Polizei rufen, ne? Sieht mich aber nicht hier im Schatten. Jetzt sind wir auf dem Grundstück 110. Die Bakers. Hier waren wir ganz am Anfang, falls ihr euch erinnert. Ist das Fenster noch Knackenstufe 4? Was ist das hier? Das ist das Gemälde, oder? Herbst. Durch die Wand. Ja, tschüss, Alter. Okay, läuft. Läuft, läuft, läuft. Oh. Was will der denn? Ja, Hallo, Tommy. Hier ist Tommy. Ich schaff meine Hausaufgaben. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, Tommy, ich hab doch gesagt, ich kann abends nicht während... Ja, aber die mit dem Hoch 3, wissen Sie noch? Das ja, ist so die sind schwer. Mal durchgegangen. Ja, genau, die geht nicht. Doch, das geht. Nee, ich weiß nicht, was ich machen soll. Was ja, ist schau mal in der Formelsammlung, Seite 23. Nee, da ist nichts Ansonsten drin. Ist der Papa vielleicht da, der kann dir doch helfen. Nee, der hat keine Zeit. Und morgen ist der große Test. Ja, ich weiß, dass morgen der Test ist. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, ich kann dir jetzt nicht helfen. Ich hab dir gesagt, Tommy. Hello, Tommy, hör mir doch mal zu. Ja. Ich kann, abends bin ich arbeiten, habe ich gesagt. Ja, ich weiß, tut mir leid. Formelsammlung. 23.
Seite 23, 23. Ja. Okay, 23. Tschüss, Tommy. Viel Glück morgen beim Test. Ja. Dankeschön. Tschüss. Ist er durch? Hauptsache die Karte ist. Ich sehe hier das Gemälde jetzt nicht. Ich wag gar nicht nach rechts. Guck mal, die alte steht auch schon am Fenster. Uff! Hey, Scheiße, komme ich hier raus? Bin ich jetzt gefangen? Scheiße, wie komme ich hier raus? Warte mal. Oh. Wie komme ich hier wieder raus? Oh mein Gott, ich muss vorne rum, glaube ich. Ja, dann breche ich da im Haus ein und gehe vorne einfach raus. Ich hoffe jetzt, das macht nicht so viel Lärm. Jetzt ist das da drin. Oh. Vorsichtig. Der sitzt da ja links im Garten, ne? Der sieht mich aber hier nicht, ne? Super. Ich trage das Ding jetzt raus, als wäre das meins. Da reilen die Leute nicht. Jetzt aber schnell. Da reilen die Leute nicht, da reilen die Leute nicht. Ab in den Wald. Hier ist nichts los. Das ist sehr gut. Verlade ich schön. Und dann wird das verkauft. Ist ein wirklich schönes Bild. Schon wieder es. Heute läuft es einfach. Maschallah. Das lief gut. Bisschen Komplikationen hatten wir. Aber ich habe das Bild, Ehrennetze. Ja, Willi. Das Bild, welches du mir geschickt hast, sieht echt scheiße aus. Ich weiß, dass das scheiße aussieht, aber du wolltest... Das ist das falsche Bild, du Vollidiot. Das falsche? Ja, das falsche. Wie viel Wert hat es denn? Wie jetzt? Ja, für 50. 50? Ja, ist also nicht bei viel mir wert. Steht Gemäldekuss 150. Für 150? Ach, Gemäldekuss? Ja. Ja, aber das hatte ich doch. Hör auf, mich anzulügen. Und mach deine handlange Arbeit endlich mal richtig. Ja, aber schrei nicht. Ich schreie aber nicht. Will, ob dir das passt oder nicht. Ja. Hast du dir wieder eingepinkelt? Ja. Bis morgen. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal.